Okay, es ist Zeit, dir ein bisschen die Beine zu vertreten und einen Spaziergang im Park zu machen. Die Sonne scheint und du genießt das Wetter und dein Leben in vollen Zügen. In diesem Moment entdeckst du eine Wolke, die senkrecht am Himmel aufzieht. Zuerst ist sie weiß, doch dann entwickelt sie sich alarmierend schnell zu einer dicken, tiefschwarzen Wolke. Der Himmel wird dunkel und eine Windböe weht dir deinen Hut vom Kopf. Und dann stellen sich deine Haare auf. Das ist das Zeichen, bei dem du um dein Leben rennen solltest. Du wirst gleich vom Blitz getroffen. In diesem Moment strömt positive Ladung durch deinen ganzen Körper. Und die richtet sich nach dem negativ geladenen Teil des Sturms aus. Wenn du nicht schnell reagierst, werden sich diese Ladungen treffen. Und das geht böse für dich aus. Wenn es nichts gibt, wo du dich verstecken kannst, bück dich und versuche dich kleiner als die Objekte zu machen, die dich umgeben. Aber liegt nichts flach auf dem Boden. Der könnte nass und deshalb ein guter Stromleiter sein. Es gibt auch noch andere Zeichen, die dich während eines Sturms warnen. Deine Handflächen könnten anfangen zu schwitzen. Vielleicht hörst du auch ein Knistern, ein Summen oder Vibrationen von naheliegenden Metallobjekten kommen. Deine Haut könnte zu kribbeln beginnen. Oder du könntest einen metallischen Geschmack im Mund vernehmen. Wenn du nicht gerade auf Alufolie rumkaust, würde ich aufpassen. Und höchstwahrscheinlich wirst du auch Chlorgeruch wahrnehmen. Das ist Ozon. Die elektrischen Ladungen teilen die Moleküle von Stickstoff und Sauerstoff, diese Gase bilden unter anderem unsere Atmosphäre, in einzelne Atome. Wenn diese Atome wieder zusammentreffen, produzieren einige von ihnen Moleküle aus 3 Sauerstoffatomen, also Ozon. Und den kannst du während eines Gewitters riechen, weil seine Atome durch einen Abwind von großer Höhe auf deine Nasenhöhe geweht werden. Du kannst herausfinden, wie weit weg ein Gewitter entfernt ist, indem du die Zeit zwischen einem Blitz und seinem Donner misst. Der Schall braucht für einen Kilometer ca. 3 Sekunden. Der Himmel über deinem Kopf wird immer dunkler und schimmert fast schon grün. Plötzlich prallt etwas auf deine Wange. Aua, das tut weh! Du hebst das unfreundliche Objekt auf. Ein riesiger Hagelkorn. Aber so kalt ist es doch gar nicht und es regnet auch nicht. Dir fällt auf, wie still alles um dich herum ist. Es gibt keinen Wind. Das erinnert dich an den Spruch, die Ruhe vor dem Sturm. Und tatsächlich hörst du, wie es zu sausen anfängt. Es kommt immer näher und wird zu einem lauten Tosen, als würde ein Zug auf dich zurollen. Nur ist das kein Zug. Es ist ein Wirbelsturm und du hast keine Zeit zu entkommen. Sein Trichter ist hinter der Trümmerwolke kaum zu erkennen. Aber du bist dir sicher, dass dieser Luftstrudel nichts anderes sein kann als ein Wirbelsturm. Wenn dich so einer mitten auf der Straße erwischen sollte, entferne dich so weit wie es geht von deinem Auto. Es könnte dir nämlich entgegengeschleudert werden. Suche nach einem Graben, lege dich dort rein und bedecke deinen Kopf. Wenn du drinnen bist, halte Abstand von Fenstern und gehe in den Keller, wenn möglich. Du läufst nun also an der Küste entlang und genießt die leichte Brise auf deinem Gesicht. Plötzlich fängt der Boden unter deinen Füßen an zu wackeln. Das muss ein Erdbeben sein. Und du bemerkst noch etwas Komisches. Das Wasser zieht sich rapide vom Strand zurück. Es hinterlässt den nackten Meeresboden, Riffe und sogar Fische. Und in dem Augenblick hörst du ein lautes Dröhnen. Ein Tsunami. Und du hast nur wenige Minuten, um dein Leben zu retten. Du musst sofort auf eine höhere Ebene. Eine monströse Welle kommt direkt auf die Küste zu. Aber das ist nicht die einzige Art, wie dich ein Tsunami überraschen kann. Es sind nicht unbedingt immer mehrere Wellen, die auf die Küste prallen. Ein Tsunami kann auch als sich auftürmende Flut auftreten. Und die geht Hand in Hand mit starken Strömungen unter Wasser. So eine Flut zieht Menschen in die Tiefe und kann schwere Objekte hin und her schleudern. Wenn du das Meerwasser blubbern, aufwirbeln oder komische Muster bilden siehst, ist das auch oft ein Zeichen, dass ein Tsunami auf dem Weg ist. Dein Hund ist ganz unruhig. Er schabt an der Eingangstür, wandelt durch die Wohnung und versucht, sich in der Ecke zu verstecken. Eigentlich ist so ein Hund ja entspannt und pflegeleicht, aber jetzt hört er nicht mehr auf zu heulen und zu bellen. Das Wetter spielt auch schon seit einigen Tagen verrückt. Mal ist es heiß und einen Tag später schon wieder frostig kalt. Außerdem hast du bemerkt, dass der Fluss neben deinem Haus wieder zum Leben erweckt wurde. Er sprudelt nur so vor sich hin. Und erst als die Gläser im Küchenschrank zu klirren beginnen, weißt du, was hier vor sich geht. Das passiert durch sogenannte Vorbeben, kleinere Erdbeben, die zum eigentlichen großen Event führen. Erdbeben treten oft gruppenweise auf. Wenn es also vereinzelt schwache Erdbeben gibt, ist das Große schon auf dem Weg. Kurz bevor sich die Katastrophe ereignet, fallen dir vielleicht eigenartige blaue Blitze auf. Einige von ihnen scheinen am Boden, andere im Himmel aufzuleuchten. Diese Blitze nennt man Erdbebenlichter.
Wenn Gestein unter enormem Druck steht, sendet es Blitze aus, die Tage oder Sekunden vor dem Beben gesehen werden können. Einige Wissenschaftler glauben allerdings nicht an Erdbebenlichter. Wenn du mit einem Erdbeben rechnest und du einen Katzenfisch in deinem Aquarium hast, beobachte sein Verhalten. Die Forschung hat herausgefunden, dass diese Tiere auf Erdstöße reagieren. Wenn seismische Aktivitäten ansteigen, werden die Fische unruhig. Auch Ungeziefer spüren einen herannahenden Sturm. Es reagiert darauf, indem es seine Bewegungen einstellt. Wenn Insekten in deinem Umkreis also etwas müde wirken, suche nach Unterschlupf. Was Bienen angeht, können die heftige Regenstürme vorhersagen oder summen. Bienen arbeiten an Tagen vor auftretendem Regen härter. Rechteckwellen treten auf, wenn zwei verschiedene Wellenformen aufeinandertreffen. Dieses Phänomen sieht verblüffend aus, aber nur, wenn du es von der Küste aus betrachtest. Denk nicht mal dran, in das Wasser zu steigen, wenn du solche Wellen siehst. An solchen Orten kommt es zu Gegenströmungen, die sogar den erfahrensten Schwimmer unter Wasser ziehen. Und wenn du unruhige Wellen siehst, die Ozeanschrott und Algen mit sich tragen, bleib lieber auch aus dem Wasser. Das könnte ein Zeichen für einen starken Brandungsrückstrom sein. Und der kann dich an ganz andere Orte bringen. Wenn du grünes, stark riechendes Zeug auf der Wasseroberfläche von Seen oder Meeren siehst, bleib vom Wasser weg. Das könnten schädliche Algenblüten sein. Auf den ersten Blick lässt sich nicht erkennen, ob sie giftig sind oder nicht. Deshalb ist es ratsam, ihnen von vornherein aus dem Weg zu gehen. 3 oder 4 Tage bevor sich ein Hurrikan nähert, kann die Wasseroberfläche bis zu 2 Meter ansteigen. Wellen treffen alle 9 Sekunden auf die Küste. Je näher der Hurrikan kommt, desto kürzer sind die Abstände zwischen den Wellen. Und sie werden auch höher, und zwar bis zu 5 Meter hoch. Der Himmel ist mit flockigen Wolken übersät. Ungefähr 36 Stunden bevor der Hurrikan die Küste erreicht, sinkt der Luftdruck. Danach nimmt der Wind an Geschwindigkeit auf. Zarte, haarähnliche Wolken sind am Himmel zu sehen. 18 Stunden bevor der Hurrikan die Küste erreicht, bricht der Himmel auf und es fängt an zu regnen. Der Niederschlag flutet oft tiefer gelegene Bereiche in bis zu 4,5 Meter Wasser. Wenn der Hurrikan nur noch 12 Stunden entfernt ist, wirbelt ein kräftiger Sturm lose Trümmer auf. 6 Stunden vor der Ankunft beträgt die Windgeschwindigkeit bereits 145 Kilometer pro Stunde. Das ist stark genug, um Bäume zu entwurzeln, große Objekte durch die Luft zu wirbeln und Autos umzuwerfen. Und übrigens, sagen wir, du segelst und ein paar Haie kreisen um dein Boot. Behalt sie im Auge. Wenn die Jäger plötzlich von dir ablassen und das Tiefe suchen, könnte das heißen, dass sich ein Hurrikan nähert. Segle so schnell du kannst zurück an Land und warne andere Leute. Wenn du während eines starken Regenfalls ein anhaltendes Dröhnen hörst, könnte es für eine Blitzflut stehen, die auf dich zukommt. Falls ein Fluss in der Nähe ist, könntest du Trümmerteile darin schwimmen sehen. Außerdem könnte das Wasser seine Farbe ändern und trüber und dunkler werden. Diese Zeichen sollten die Alarmglocken in deinem Kopf läuten. Und wenn du deinem Bauchgefühl vertraust, solltest du keine Zeit verschwenden. Mach dich so schnell wie möglich auf die Socken. Blitzfluten sind oftmals tödlich. Wenn du draußen in der Natur bist, achte auf das Wasser in Bächen, Strömen und Flüssen. Wenn der Wasserstand schnell sinkt oder steigt, könnte ein Erdrutsch bevorstehen. Und wenn das Wasser auch noch schlammig aussieht, sind das genug Beweise. Hau sofort ab, so wie ich.